Ich grüße alle euch. Es ist Donnerstag, der 3. Juli, 21 Uhr. Und diese Sendung, gerne interaktiv, das haben wir noch nicht so promotet, ist eine Serie von Sendungen, wo wir beginnen möchten, Impulse geben möchten, gemeinsam die neue Wissenschaft der Gesundheit zu entwickeln. Ist zu groß, so eine Absicht, ist zu klein, ist egal. Egal, wer du bist und was du machst, wenn du eine Absicht hast und dich auf den Weg machst, gibst du auf jeden Fall Impulse. Und es ist mir bewusst, dass die meisten Menschen wissen, dass unser Gesundheitssystem ist kein Gesundheitssystem, sondern ein perfektes Reparatursystem. Sehr gut beim Reparieren, aber ist keine wissenschaftliche Grundlage, weil das Konzept von Gesundheit nicht mal definiert ist, was Gesundheit ist. Wir haben all diese Themen in einer Reihe von Sendungen, Interview mit anderen TV, deswegen gehe ich jetzt nicht in Einzelheiten, da könnt ihr euch alle anderen Sendungen sehen. Und ich möchte, also in dieser Serie werde ich jedes Mal auf eine bestimmte Krankheitsbild gehen, wo die Menschen, also auf die Krankheiten, wo die Menschen am meisten, also die am meist entwickelte Krankheiten oder die, wo Gesundheitssystem am meisten benannt und behandelt werden. Und heute haben wir, möchte ich ein paar Impulse geben, wirklich ein paar, über Diabetes. Was Diabetes ist, woher das kommt, wie man sich selbst helfen kann. Und wir wissen natürlich, da brauche ich keine Informationen zu geben, über die ganze Diskussion über Diabetes. Und wie und was man da macht. Möchte ich einfach auf jede Krankheit nochmal darauf eingehen, dass die Möglichkeit gibt, für jeder Mensch individuell darauf einzugehen und welche Schritte man einfach auch machen kann, um sich selbst zu helfen. Ich könnte natürlich jetzt Beispiele machen, aber die Sendung habe ich heute reingeschrieben. Also haben wir noch nicht ganz bekannt gegeben, aber ich beginne einfach. Sonst würde ich lieber gerne Beispiele machen. So, Beispiele, du hast Diabetes, schauen wir uns an. Was kannst du machen? Wie kannst du dir selbst helfen? Wie kannst du den Weg gehen der Selbstheilung oder erkennen oder zumindest, dass die Ursache dieser Krankheit auf energetischer Ebene geklärt ist, sodass du keine weiteren Impulse gibst oder es nicht schlimmer wird oder. Und in meiner Einladung ist, wir haben eine Intelligenz und das haben wir alle und jeder könnte jetzt in die Wahrnehmung gehen und fühlen überhaupt, was Diabetes ist, so die allgemeinen Gesetze, warum so wie ein Tierkreiszeichen so ein spezielles Krankheitsbild gibt und dann eben Beispiele machen, wie man sich selbst helfen kann und wie
man vielleicht auch anderen helfen kann. Und es ist ganz einfach meine Erfahrung. Ist so, ich gehe einfach in die Wahrnehmung wie ein Kind und fühle einfach auch, was dir Bildes ist. Und ich bekomme Informationen, du auch. Dann kannst du sagen, ja, ich spinne. Ja, alles, was von innen kommt, ist die Wahrheit, auch wenn der auf Symbolebene ist, wenn du nur eine Farbe bekommst, einen Impuls, eine Schwingung, das ist Intelligenz. Alles andere ist keine Intelligenz, weil es schon gesagt wurde, weil es schon alt ist. Also die Wahrnehmung, die du jetzt bekommst, und ich lade alle, sich zu trauen, das zu machen. Ja, einfach nach innen gehen und was ist Diabetes als ganzes Bild. Also das kann ich jetzt machen, normalerweise machen wir das zusammen, ich traue mich zu beginnen. Und gebe nur ein paar Symbole, ein paar, geh nicht tiefer rein, weil werde ich tiefer reingehen, wenn wir das in einem Team machen. Wenn wir vier, fünf, sechs, sieben Leute sind, die gemeinsam in die Wahrnehmung gehen, weil dann auf der Ebene der organismischen Intelligenz, dann ist es für mich die Wahrheit. Deswegen, ich kann jetzt eine Teilwahrheit aus der Sicht meiner Wahrnehmung. Ich weiß, allein das zu machen. Ich beginne immer und dann entwickelt sich alles, weil ich vertraue. Okay, meine Wahrnehmung ist, wenn ich auf der Ebene von Diabetes gehe, dass es ganz viele kleine Pünktchen gibt, wie wenn es eine Trennung gäbe, wie wenn etwas auf Mikroebene, auf Nanoebene sich in kleine Partikel formiert, nicht mehr gebunden ist, nicht mehr verbunden ist, wie wenn die an bestimmten Stellen, auf bestimmter Ebene die Zellen nicht mehr verbunden wären, nicht mehr in Kommunikation, wie viele kleine Pünktchen. Also Isolation und Nichtkommunikation. Und Nichterneuerung und ja, und Nichtheilung. Okay. So, wenn wir von so einem Standbild gehen, was nun? Also da ist etwas, was sich nicht bewegt, was sich nicht verändert, vielleicht schlimmer werden kann. Und was die ja, was die Eigenschaft hat, alle kleine Pünktchen getrennt zu sein, in einem Kontext, in einem Kontext. Gut, was bedeutet das? Was ist der erste Schritt, wenn ich mir das anschaue? Was würde ich machen für mich, wenn Heilung nicht möglich ist, wenn keine Kommunikation da ist? Oh. Oho, kann man aufgeben? Was ist eine der Möglichkeiten, mit diesem Krankheitssymptom umzugehen oder mit diesem symbolischen Bild? Okay. Also der erste Impuls, den ich bekommen habe, ist Feuer. Das heißt, ich bekomme ein Wort, ich vertraue dieses Wort, weiß ich nicht, wie es weitergeht, aber eine mögliche Le Lösung für Diabetes ist ein Feuer anzuzünden. Etwas, was das Ganze heiß macht, etwas, was das Ganze verbrennen lässt, etwas, was nicht vorgesehen ist, was man sich nicht vorstellen kann.
So, auf Symbolebene immer, vielleicht Chemiker oder so, anderen würden verstehen, was ich sage, ich verstehe es nicht. Ich gehe weiter auf diese Ebene. Was macht das Feuer? Es ist ein Sprung, es ist ein Schock, es ist etwas, was total verändert in kurzer Zeit, ohne die Möglichkeit, dass man sich entziehen kann, weil es entfacht ein Feuer. Und was geschieht mit diesen kleinen Pünktchen? Also für alle, die jetzt immer dazukommen, geht es um Diabetes. Natürlich, ihr könnt mitmachen. Ich weiß, dass es alle erstmal unsicher sind. Was macht er da? Was sagt er da? Na, egal. Also, was macht Feuer als Symbol mit Diabetes? Es verändert die chemische Struktur. Und erinnert an den Ursprung, erinnert diese kleinen atomisierten Punkte, die trennend sind, die nicht kommunizierend sind, erinnert an den Ursprung, wie wenn Feuer zu Asche machen würde. Asche ist der Ursprung. Ja, und bildet ein neues Feld, so wie ein Schlamm. Dieser Schlamm ist erstmal nicht unbedingt immer angenehm, aber da besteht die Möglichkeit, mit vielleicht ja, gute Sprünge oder gute Arbeit an sich selbst des Diabetes verschwinden zu lassen. Und dass sich neue Zellen bilden. Und ja, und Selbstheilung geschehen kann. Okay, das ist natürlich nicht so, jetzt mache ich das und dann funktioniert. Nein, alles ist immer verbunden mit authentischen Entscheidungen. Jeder kann das einfach auch überprüfen. Jeder kann auch andere Impulse geben. Jeder kann einen anderen Weg gehen. Und diesen Schritt, diese Forschung, wo die Entscheidung getroffen wird, die Kehrseite dieses Krankheitsbild zu leben, jeder auf eine andere Art vielleicht, mit anderer Symbolik, ja, dann das ist, was den meisten Wissenschaftlern auch geschehen ist, den meisten Leuten, die jetzt berühmt sind, dass die einfach den Mut gehabt haben, ist nicht so einfach, es alleine zu machen, in so ein Feld zu gehen, sich selbst zu heilen und dann aus diesem Selbstheilungsprozess eine neue Wissenschaft zu gründen. Das ist die Geschichte von allen berühmten Menschen, die jetzt System entwickelt haben, die ja, die viel Heilung bringen, die viel helfen und wo jetzt, sagen wir so, in fast alle Praxen, in den meisten Praxen der Welt, die Leute diese Methode oder diese Mittel einfach auch benutzen. Okay, also diesen Mut, in die Wahrnehmung zu gehen und zu folgen und zu folgen und zu folgen. Schon der Akt,
Die innere Wahrnehmung ist gesund. Es ist schon ein Schritt. Es ist schon wunderbar. Ja, das. Ist mein Werk heute. Ich gehe nicht in die Tiefe, ich recherchiere nicht, ich gebe euch nicht jetzt zu viele Informationen, die wo andere besser geben können. Ich mag mich nicht informieren, weil ich einfach auch in diese Reinheit der Wahrnehmung bleiben möchte. Und wie gesagt, normalerweise, mein System ist es so, ich sage es rechtzeitig Bescheid, wir haben so viel zu tun, komme ich nicht dahin. Und dann würde ich sagen, lieber du und du, kannst du in die Wahrnehmung gehen, jetzt gehst du in die Wahrnehmung, jetzt gehst du in die Wahrnehmung. Und dann aus vier, fünf, sechs unterschiedliche Impulse, die von innen gekommen sind, da gehört eine höhere Intelligenz zu verstehen, dass sie verbunden sind. Erstmal, oh, der hat das Gegenteil gesagt, oh, der hat blau, der hat gelb, der hat grün, aber wenn dieser Intelligenzsprung geschieht, diese unterschiedliche Wahrnehmung kommen zusammen, man sieht wie ein Puzzle, dass sie ineinander passen und dann entsteht plötzlich neue Erkenntnisse, wo alle davon profitieren und wo alle sich damit verbinden. Das ist meine Methode. So, ich möchte nicht zu viel erzählen. Das heißt, wenn keine Impulse kommen, würde ich das so stehen lassen als Einladung für die nächste Sendung, wie die Struktur ist und wo du vielleicht dich angezogen fühlen kannst oder abgeschreckt oder hast du Lust oder hast du keine Lust, mit dieser Art der wissenschaftlichen Forschung gemeinsam zu machen. Denn Wissenschaft ist nur das, was von innen kommt, ist immer intuitiv und nie das Rationale ist Anwendung und nicht Wissenschaft. Der Verstand ist Anwendung der Intuition. Wenn es, nachdem man intuiert hat, dann der Verstand benutzt, um es darzustellen, um es zu erklären, um es systemisch zu organisieren, um. Also, Wissenschaft ist Intuition und Verstand, Ratio ist Anwendung der Intuition. Wer nur Ratio ist oder nur Verstand, der spinnt und der ist verrückt, weil es ein Medium nutzt, ohne eine Erfahrung gemacht zu haben, ist nicht verankert. Also der Verstand ohne Erfahrung ist nicht verankert, ist ohne Grundlage und wurde sich dann immer im Kreis drehen, der hat recht, die und es wurde nur eine mentale Sache sein und ohne Erfahrung, es sei denn, man hat eine Erfahrung gehabt, ist natürlich klar, aber ohne Erfahrung ist der Verstand nicht autorisiert, es hat keine Autorität, hat keine Kraft. Ja. Jetzt könnte ich gucken. Ich habe noch nicht geguckt. Was Diabetes, was über Diabetes gesagt wird.
Diabetes oder Zuckerkrankheit ist die Bezeichnung für eine Gruppe von Stoffwechselkrankheiten. Aha. Das Wort beschreibt deren Hauptsymptom, die Ausscheidung von Zucker im Urin. In der Antike wurde die Diagnose durch eine Geschmackprobe des Urin gestellt, denn der Harn von Personen mit Diabetes weist bei erhöhtem Blutzuckerspiegel einen süßlichen Geschmack auf. Ja, war Urin trinken jetzt. Ja, das mit dem Zucker, das sehe ich ein bisschen eher als Symbol. Überzuckerung des Blutes. Ja, und dann, was macht das Insulin? Ich glaube nicht, dass es diese Feuereigenschaft hat. Es ist ein Proteohormon, das in der Esszellen der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Aha, Bauchspeicheldrüse, sehr schön. Für Feuer zuständig. Diese spezialisierte Zellen befindet sich nur in der Langerhalsinsel. Von dieser Insel leitet sich auch der Name Insulin. Aha, okay. Gut, dann wird einfach auch diese Insulin, aber wie gesagt, es besteht für mich die Möglichkeit, einiges für sich zu tun, würde ich das auf jeden Fall mich auf den Weg machen. Und gerne, natürlich sehr gerne Selbsthilfegruppe, Forschungsgruppe, wenn es eine Gruppe von Menschen gäbe, die das interessiert. Ja, Dankeschön. Ja, wir wissen natürlich, wie behandelt wird und was gesagt wird, was das Ministerium sagt. Es gibt natürlich Diabetes, Informationsdienst, alles Mögliche. Okay. Gut, man könnte jetzt lesen, ich lasse es, ich bedanke mich für heute und diese Sendung wird dann gespeichert und zu sehen sein. Wenn es, ihr könnt gerne im Chat schreiben, ihr braucht euch nur ein Nickname zu geben. Das sieht dann so aus. So. So, ihr klickt hier auf diesen Bleistift und dann erscheint oben Nickname. Ihr gebt euch ein Nickname, Enter und dann könnt ihr schon schreiben. Okay. Ja, eben. Es wird die nächsten Tage wird weitere solche Sendungen geben. Und wenn ihr in die Expertenseite geht, egal auf welchen ihr dann jetzt klickt. Das sind die nächsten Themen.
was wir gesehen haben, Bluthochdruck, Rückenschmerzen, heute Diabetes, Krebs, Übergewicht, Depression, Arthrose, Schmerzen, Asthma. Oder wenn ihr ein Thema habt, könnt ihr auch ein Thema geben. Gerne. Arthritis, Krankheiten der Leber, Osteoporose, Schlafstörungen, Migräne, Kopfschmerzen und alles, was noch kommt. Ich habe begonnen. Ich freue mich auf ein Team von 4, 5 Leuten, die das gemeinsam machen. Ich habe es nicht geschafft, niemand anzusprechen. Ich beginne immer. Es ist mir dann egal, wie, wo, was. Jo, Dankeschön und bis. Ah ja, das ist einfach die nächste Tage, ne? Übermorgen. Also am 5., 6. Und die anderen Tage, das kann man im TV-Programm sehen. Danke und gute Nacht.